Anlässlich der Jahresmedienkonferenz von Swiss Deluxe Hotels beantwortet uns der Thomas Allemann, Mitglied der Geschäftsleitung Hotellerie Suisse, ein paar aktuelle Fragen. Angefangen mit dem Hotelmarkt in Zürich, der von den neuen Hotelangeboten regelrecht überflutet wird. Ist der Zenit schon überschritten? Ja, wenn man die Entwicklung ansieht und was vor allem noch geplant ist, muss man sagen, langsam wird es wahrscheinlich vor allem im mittleren und im unteren Preissegment ein Überangebot entstehen, was im Endeffekt einen Druck macht auf die Preise und durch das nachher eigentlich allen Kategorien kann schaden. Was ist mit den sogenannten Budget-Design-Hotels wie zum Beispiel das Motel One? Ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz für die 5-Sterne-Hotels? Ich glaube es nicht direkt für die 5-Sterne-Hotels. Es ist eher im mittleren Preissegment 3-Sterne, 4-Sterne, weil 5-Sterne-Hotels, die sich ganz klar über einen umfassenden Service, über ein umfassendes Dienstleistungsangebot von allen anderen differenzieren. Und das ist das, was die Budget-Hotels, wenn sie Design und Lifestyle sind, nie können bieten. Die Hotelgäste heutzutage übernachten am liebsten in der Stadt und unternehmen von dort aus Tagesausflüge in die Berge. Haben die Hotels in den Bergregionen ausgedient? Sicher nicht ausgedient, weil es ist immer noch etwas ganz anderes, ob man die Ferien in den Bergen verbringt oder ob man von der Stadt aus einen Ausflug macht. Es wird immer Gäste geben, die Natur suchen, die sich in der Natur erholen wollen und gerade auch die Ruhe geniessen wollen, die die Stadt nie hat. Aber ich habe darauf hingewiesen, die Gäste aus den neuen Herkunftsmärkten, sicher wenn sie das erste Mal in die Schweiz kommen, die gehen von der Stadt aus die Schweiz entdecken und wir hoffen, dass sie das zweite Mal zurückkommen und nachher im Engadin oder im Wallis eine Woche Ferien machen. Airbnb drängt vermehrt in den Hotelmarkt. Wie sieht das aus? Sollen sich die kleineren Hotels vielleicht sogar aktiv dort drauf vermarkten? Ich würde als Hotel würde ich es auf jeden Fall probieren. Jedes Hotel in der Schweiz aufgrund von seiner Größe im internationalen Vergleich ist ein Boutique-Hotel. Wichtig ist, dass es gut positioniert ist, eine klare Ausrichtung hat auf ein spezifisches Bedürfnis des Gastes und darum, wo man noch Angebote kann bieten kann. Und das ist es gerade so gut wie jeder private Anbieter, der das persönlich mit seinen eigenen Erfahrungen macht.